Irgendjemand hat mir ein Rückkopplung hier, bitte mal wegschalten. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Webinar-Serie Erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD-IQ. Heute mit dem Thema AutoCAD-Grundlagen, AutoCAD in 15 Minuten lernen. Mein Name ist Bernd Gerstenberger, ich führe Sie durch das Webinar. Außerdem sitzen hier meine Kollegen, heute sind wir so viel wie noch nie. Wir haben hier Carsten, wir haben hier Martin und wir haben hier Max. Damit Sie auch mal ein Bildchen von uns sehen, damit es nicht ganz so anonym wird. Hier sind ein paar Bilder von uns, wo wir uns kurz vorstellen. Wir sitzen hier alle in München im Autodesk Office und momentan alle im gleichen Raum. Bevor wir beginnen, zögern Sie nicht, Fragen oder Chatfenster zu stellen. Die Personen, die jetzt gerade nicht präsentieren, die werden versuchen, so schnell wie möglich die Fragen im Hintergrund zu beantworten. Ganz am Ende der Präsentation gibt es zusätzlich noch eine Frage- und Antworteinheit. Da können Sie dann nochmal zusätzlich Fragen stellen. Die Präsentation wird aufgezeichnet. Sie erhalten nach Beendigung des Webinars eine E-Mail mit einem Link. Und da haben Sie dann Zugriff auf die PowerPoint und auf alle Daten, die hier zur Verfügung gestellt werden. Bevor wir beginnen, möchte ich Sie noch mal kurz auf das deutschsprachige AutoCAD-Forum aufmerksam machen. Also das englischsprachige gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Das deutschsprachige gibt es jetzt seit über einem Jahr jetzt. Hier finden Sie dann auch die Feedback-Seite zu aktuellen oder vergangenen AutoCAD-Webinars. Gehen Sie einfach unten auf diesen Link dann da drauf. Und geben Sie uns Ihr Feedback auch, wenn Sie ein neues Thema haben möchten oder ein bestimmtes Thema haben möchten, dass wir mal darüber präsentieren. Wir freuen uns darüber. Also wenn ich mich diese linke Slide hier nochmal angucke oder diesen linken Rahmen, die wichtigste Info steht im Fett. Und zwar das Datum vom nächsten Webinar. Das wird am 22. Juni stattfinden. Das Thema ist noch nicht definiert, wird aber rechtzeitig bekannt gegeben werden. In der mittleren Box finden Sie zum einen von YouTube eine Playlist von vergangenen Webinaren in deutscher Sprache, auch welche in englischer Sprache. Da gibt es sogar noch ein paar mehr. Auf dem Boxfolder, das ist der untere Link, finden Sie dann auch nochmal die Skripte, die PowerPoint und irgendwelche Beispielszeichnungen. Wenn Sie mal mitsprechen möchten, wie die zukünftige Version von AutoCAD aussehen wollen, irgendwelche Anregungen haben oder auch einfach nur mal gucken, neugierig sind, was hatten die Entwicklung so geplant, dann empfehle ich, dass Sie mal beim AutoCAD Beta-Programm mitmachen. Unten sehen Sie zwei E-Mail-Adressen, wenn Sie die dann verwenden, um sich dann beim Beta-Programm anzumelden. Das nächste Beta-Programm, bis es wieder startet für die Version 2019, das dauert allerdings eine ganze Weile noch, das wird dann im Herbst sein. Eine wichtige Informationsquelle, die ich immer wieder zeigen möchte, ist das Autodesk Knowledge Network. Hier finden Sie Links zu verschiedenen Videos, zum Beispiel erste Schritte oder Lernen untersuchen, je nachdem, ob Sie jetzt Beginner sind oder schon eine erfahrene Anwender. In der Rubrik Downloads finden Sie Service Packs, Hotfixes, aber auch Objekt-Enablers zum Beispiel oder auch Language Packages, wenn Sie zum Beispiel eine deutschsprachige oder eine russischsprachige, spanischsprachige, französischsprachige AutoCAD-Version haben möchten, dann laden Sie hier das Language Pack entsprechend runter. Bei Fehlerbehebung, da können Sie dann entweder darüber den Autodesk Support kontaktieren, wenn Sie Subskriptionskunde sind, beziehungsweise auf unseren nach irgendwelchen Artikeln suchen. Wir hier im Support erstellen regelmäßig Artikel, sogar sehr regelmäßig. Jeder hat sicher schon über 1000 Artikel geschrieben hier im Support. Und die Artikel sind speziell kurz und knapp gehalten. Eine bestimmte Fragestellung und dazu eine kurze Lösung.
Sie finden also dort vielleicht auch etwas für Sie, wenn Sie ein aktuelles Problem haben. Weitere Links auf der AKN-Seite, die Sie über knowledge.autodesk.com erreichen, wäre dann halt eben der Kontakt zum Support, aber auch Benutzerkonten, Subskriptionssoftware, auch zum Forum. Wie kommen wir da hin? Lauter verschiedene Links, auch die System-Requirements werden hier gelistet. Dies sollte Ihre erste Anlaufstation sein. Dann ein Event, und zwar nächste Woche schon. Am 24. Mai ist der Autodesk Answer Day, und zwar für die Produkte AutoCAD, Inventor, Fusion 360, Eagle und Word. Da werden recht viele Supporter den ganzen Tag online sein im Forum und werden dann sehr viele Fragen gleich direkt und sehr, sehr, sehr zeitnah, innerhalb von Minutentakt sage ich jetzt schon mal, beantwortet werden. Sprachen in Deutsch und in Englisch. Wenn Sie mehr Informationen dazu haben wollen, gehen Sie auf den Link unten www.auto.de.sk für Slowakei. Slash answer day. Und es ist free. Sie müssen nichts zahlen. So, bevor wir jetzt beginnen, habe ich noch ein paar Abfragen für Sie. Ist dies Ihr erstes AutoCAD Help Webinar? %69 haben bis jetzt gewotet, vielleicht werden es noch ein paar mehr. Jetzt sind wir bei %77. Na, okay, soll mal reichen. Close, share. Also, für %83 ist es eben nicht das Erste. Herzlich willkommen zurück, sage ich nur. Und für %17, immerhin, es ist das erste Mal. Und ich hoffe, können Sie so begeistern, dass Sie gleich regelmäßiger Teilnehmer dieser Webinarserie werden. Die nächste Frage. Welche AutoCAD-basierte Anwendung verwenden Sie? AutoCAD, AutoCAD LT, die AEC-Schiene mit Architecture. Na gut, nicht ganz AEC-Schiene, MEP, Electrical, Plant, Mechanical, Civil, Web3D, irgendwas anderes. Ne? Diesem. 92% haben gewotet. Und ja, also Schwerpunkt liegt ganz, ganz eindeutig auf AutoCAD und AutoCAD LT. Carsten, Civil Web 3D ist heute niemand dabei. Tut mir leid. Doch, ich sehe 31%. Bernd. Oh, das war aber ganz, ganz dunkle, ganz, ganz, Ja, ganz, ganz helle Farbe. Das sah jetzt aus wie der Hintergrund. Okay, ich nehme alles du willst zurück. jemanden unterschlagen, ich merke schon. Und mit welcher AutoCAD-Version arbeiten Sie eigentlich überwiegend? 2018, 17, 16, älter? Kann ich gar nicht sagen, weil es eh die ganze Zeit wechselt, vielleicht. Oder ich noch nie drauf geachtet habe. Okay, interessant. %85 gewotet. Ja, lassen wir es dabei. Also, zwei Drittel jeweils für 2018 und 2017, 2016 auch. 17% älter. Ja, ich weiß, dass es in manchen Firmen dann nicht ganz so schnell geht, wenn es halt sehr, sehr, sehr viele sind und es immer so ein Halbjahresprojekt, bis man mal einen Rollout hat. Aber grundsätzlich, ich empfehle immer die neueste Version. So, haben wir jetzt noch eine Frage? Eine letzte Frage. Welche AutoCAD-Variante verwenden Sie? AutoCAD LT für Mac, AutoCAD für Mac, AutoCAD LT für Windows, AutoCAD für Windows. Oder irgend so eine Cross-Plattform, Windows und Mac. Ah.
100% gewotet, da sind wir fertig. Also die Mac-Freunde sind heute abwesend. Ja, das ist, finde ich, sehr interessant, Bernd, weil wir uns ja aktuell da überlegen, einem der nächsten Webinare das Thema AutoCAD für Mac anzusprechen. Aber ein sehr interessantes Ergebnis. Okay, Carsten, ich bin jetzt auch Ja. fertig mit meiner Ja. Präsentation. Bist du fertig mit deinem Ansatz? Ich bin fertig. Na gut, warte mal, dann mache ich die zum Präsenter. So, vielen Dank für die Einleitung, Bernd. Ich hoffe, man kann meinen Bildschirm jetzt sehen. Die Agenda ist ja schon ein paar Mal aufgeblitzt im Hintergrund. Wir haben heute das Thema AutoCAD, eine Einführung sozusagen. Wir behandeln dabei die Benutzeroberfläche, elementare Befehle, Layer, Objektfangspur und das Ansichtsfenster. Das Thema heute wird wahrscheinlich die erfahrenen Benutzer etwas langweilen. Es wird wahrscheinlich in dem Fall in der Endumfrage nicht viele Ergebnisse rauskommen nach dem Motto, habe ich heute was Neues gelernt. Aber alle, die AutoCAD neu lernen oder eventuell umsteigen von einem anderen CAD-Programm, finden das Thema wahrscheinlich gerade hochinteressant für sie. Es ist ja oft so, ich bin selber umgestiegen vor einigen Jahren auf AutoCAD. Und wenn man ein CAD-Programm kennt, sage ich immer, kennt man alle. Man muss nur herausfinden, wie die Philosophie des Programms gerade ist, wie die Arbeitswege gedacht sind. Das ist in jedem Programm ein bisschen anders. Und wo sind die Paletten zu finden? Was kann ich wo einstellen? Und das wollen wir heute ansprechen für denjenigen, der AutoCAD das erste Mal öffnet oder eben umsteigt auf ein anderes Programm. Ich mache AutoCAD auf. Und wenn Sie das Programm starten, dann kommen Sie zuerst einmal auf diese Start-Benutzeroberfläche. Ist hier dieser Start-Tab. Hier haben Sie eigentlich einige, nicht sehr viele, aber einige selbsterklärende Möglichkeiten. Sie können eine Zeichnung neu starten, eine Zeichnung öffnen, einen Plansatz öffnen. Dazu komme ich später nochmal. Sie können eine Liste der letzten geöffneten Dokumente ansehen. Oder Sie können sich hier verbinden mit dem A360-Laufwerk oder Server, wenn Sie Daten auf dem A360-Server haben. Sie können entweder die voreingestellte Zeichnungsvorlage öffnen, dazu drücken Sie einfach hier auf Zeichnung starten. Sie haben aber auch die Möglichkeit, hier eine Vorlage auszuwählen. AutoCAD wird mit verschiedenen Standardvorlagen geliefert. Es ist ja so, wenn Sie eine Zeichnung starten, rein technisch gesehen, öffnen Sie eine vorhandene Zeichnung. Also es wird keine Datei neu angelegt, sondern es wird eine Zeichnung geöffnet. Und in diesen Zeichnungen sind gewisse Einstellungen und Variablen und auch Stile gespeichert. Und daher können Sie auch sich Ihre eigene Zeichnung anlegen und dann als Vorlage definieren, falls Sie diese Stile für weitere Projekte oder andere Zeichnungen wieder weiterverwenden wollen. Im europäischen Raum wäre für uns interessant die ACAD ISO DWT. Das ist die metrische Vorlage, Standardvorlage, die eigentlich so gut wie leer ist. Da ist nichts weiter drin. Der amerikanische Sprachraum verwendet meistens den ACAD DWT. Das ist quasi die Vorlage, die auf Fuß und Inch basiert. Zur Namensendung DWT ist die Vorlage für Drawing Template. Und normalerweise ist eine Zeichnung eine DWG, also eine Drawing. Beides ist im Grunde genommen dasselbe. Sie können im Windows Explorer eine DWG in eine DWT umbenennen und dann wird diese als Vorlage verwendet. Das mache ich jetzt mal. Ich starte die Standardvorlage und dann öffnet sich AutoCAD. Und das Erste, was Sie sehen, normalerweise wird das so sein, dass Sie hier Ihre Kommandozeile haben. Alle Menüs und Eigenschaften können Sie frei im Raum bewegen
und auch andocken. Ich bevorzuge es persönlich immer, dass ich diese Kommandozeile hier unten im Programm andocke. Dann habe ich sie aus dem Weg und kann trotzdem darauf zugreifen. Generell können alle Befehle über die Tastatur eingegeben werden, also über die Kommandozeile. Hierzu lässt sich sagen, für die deutsche AutoCAD-Version nehmen wir deutsche Befehle. Sie können aber auch jederzeit einen englischen Befehl mit dem vorangestellten Unterstrich eingeben und dann können Sie den englischen Befehl eingeben. Dieser wird automatisch übersetzt in die deutsche Version. Gebe ich zum Beispiel ein Move, fällt mir gerade ein, und gehe aus dem Befehl raus über Escape, dann sollte hier Vorführeffekt, mag er nicht, normalerweise auch der deutsche Befehl stehen und unterschieben. Wahrscheinlich hätte ich es einmal ausführen müssen. Also ich erstelle, nur um es mir selber zu beweisen, eine Linie. Ich verschiebe die Linie mit dem Befehl Move. Hier jetzt steht es da, schieben. Das ist der deutsche Befehl. So. Und dann habe ich den Schieben-Befehl hier in meiner Kommandozeile. Also so ist, wenn ich einen englischen Befehl habe und den deutschen nicht kenne, kann ich mir so die Übersetzung relativ einfach holen. Ansonsten ist diese Befehlszeile so etwas wie ein Verlauf. Was passierte zuletzt im Programm? Da habe ich zum Beispiel mir über den Befehl ID eine Punktkoordinate abgerufen und zwischendrin einige andere Befehle aufgerufen und etwas gezeichnet, kann ich in dieser Verlaufansicht immer noch mal auf meine zwischenzeitlichen Ergebnisse zurückgreifen, solange das nicht zu viele waren. Das Fenster kann ich mit der Datei, mit der Taste F2 auch entkoppeln und so habe ich dieses AutoCAD-Textfenster und kann es mir auf meinen zweiten Bildschirm schieben, um immer zu sehen, was gerade passiert ist. Was sehen wir noch, wichtig ist zum Einstieg in der Oberfläche von AutoCAD? Wir haben hier oben, das ist keine Werkzeugleiste, das ist die Multifunktionsleiste. Die ist nach verschiedenen Themenbereichen sortiert. Unter dem Themenbereich Start haben wir alles, um mit der Zeichnung zu beginnen, also Geometrien zu erstellen, einfache Liniengeometrien, um die Geometrien abzuändern und Beschriftung zu erstellen. Wir haben die Möglichkeiten, unsere Objekte auf den einzelnen Layern anzuordnen. Da komme ich später noch drauf, auf den Layer Manager. Wir haben die Befehle zu den Blöcken. Wir können die Eigenschaften anpassen und so weiter und so fort, messen. Im nächsten Themenbereich einfügen sehen wir alles, was mit Attributen zu tun hat, vom Zuordnen und Anpassen. Wir können Fremddateien einfügen, wie zum Beispiel eine Autodesk Recap Punktwolkendatei, PDF importieren, das PDF umwandeln in AutoCAD-Objekte und so weiter. Beschriften, alles was zum Thema Beschriften zur Verfügung steht. Dabei möchte ich sagen, es gibt einige Funktionen, die finden Sie mehrmals, auch in verschiedenen Themenbereiche, zum Beispiel hier die Bemaßung, die haben wir bei Beschriften und beim Start. Sie können die Ansicht steuern, da komme ich gleich nochmal drauf. Verwalten, da geht es mehr um die Benutzeroberfläche. Sie können sie anpassen und Ihren eigenen Arbeitsbereich erstellen, Anwendungen laden und Skripte aufführen oder in bestimmten Befehlsreihenfolge aufzeichnen, was Sie später auch als einen Rekorder abspielen können. Ausgabe, Plotten, klar. Wir haben noch die Add-ins, die Sie geladen und installiert haben, A360, Verwaltung und Zugriff auf die Ordner, die Sie vielleicht über die Cloud synchronisieren und verfügbare Apps, die Sie über den App Store laden können. Als letztes zum Thema Benutzeroberfläche sehen wir hier unten rechts die Statusleiste. Hier haben Sie bestimmte Möglichkeiten, Funktionen oder ich sag mal Einstellungen zu Befehlen an- und auszuschalten und sich anzeigen zu lassen. Das erste
sind Dinge wie, wenn ich eine Linie zeichne, wie soll die Linie gezeichnet werden, zum Beispiel, dass ich sie einschränken kann, dass sie immer nur auf 90 Grad Winkel geht, oder Objektfang-Einstellungen, die ich hier an- und ausschalten kann und definieren kann, sowie in die Einstellungen komme zu diesen Objektfängen. Beschriftungsmaßstäbe, sehr wichtig, die verschiedenen Arbeitsbereiche. Wir konzentrieren uns heute auf den AutoCAD-Arbeitsbereich Zeichnen und Beschriftung. 3D-Grundlagen und 3D-Modellierung sind ein eigenes Thema. Da werden wir heute nicht dazu kommen. Wichtig ist die Hardware-Beschleunigung. Wenn wir uns die mal ansehen, können wir überprüfen, welche Grafikkarte wir im Computer haben und welche, ob sie zertifiziert ist. Manche Laptops vorwiegend haben zum Beispiel zwei Grafikkarten verbaut. Manchmal wird da die falsche angesteuert und dann hat man massive Performance-Probleme. Und hier kann man ganz schnell sehen, welche wird gerade vom Programm verwendet. Und natürlich eine Auflistung aller Statusmöglichkeiten, die ich habe und mir anzeigen lassen kann. Ein Tipp für mich, ich schalte mir immer die Koordinaten ein, die ich dann hier sehe, weil ich diese dann, während ich zeichne, auch testen und überprüfen kann. Ich mag sehr gern diese wechselnde Auswahl. Das gibt mir die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn ich das anschalte und ich habe zwei Objekte übereinander liegen, ich lege mal hier einen kleinen Kreis drüber, und jetzt liegt der Kreis eigentlich über der Linie. Wenn ich hier mit der Linie, Moment, mache ich so, ich wähle es nur aus. Ich kann jetzt hier im Augenblick nur den Kreis auswählen. Wenn ich die wechselnde Auswahl anhabe, dann sehe ich hier rechts oben von meinem Fadenkreuz zwei kleine Vierecke. Das heißt, das sind mehrere Objekte übereinander. Wenn ich die auswähle, kann ich hier in dem Menü auswählen, was ich denn von beiden denn in dem Moment auswählen möchte. Gut. Noch ein Tipp, wenn Sie hier sehr viele Zusatzoptionen oder Möglichkeiten angeschaltet haben, dann wird diese Zeile hier natürlich immer länger. Das geht alles hier in die gleiche Zeile unten rein. Und irgendwann, wenn Sie dazu noch mehrere Layouts haben, also hier haben wir unseren Modellbereich, das ist dieser hier. Layout ist sozusagen der Papierbereich. Und wenn Sie einige Layouts haben, dann kommen die sich irgendwann hier in die Quere und dann gibt es so eine Art Flackern. Da wird an die Grafik immer neu berechnet und dann springt immer sozusagen diese Zeile in die zweite Zeile und wieder zurück in die erste. Das ist ein lästiges Verhalten und ein Trick dabei ist es, wenn man in dem Layout sagt, es soll oberhalb der Statusleiste fixiert werden. Da fügt man dann sozusagen eine zweite Zeile an und hat unten mehr Platz für die Statuszeilensymbole und das Flackern ist weg. Gut. Kommen wir zu unseren Paletten. Ich gehe mal hier auf die Ansicht. Was haben wir hier? Überblick über die Navigation. Also wir können hier unser Benutzerkoordinatensystem-Symbol, BKS-Symbol an- und ausschalten. Wir haben den ViewCube, das ist hier rechts oben, unsere Möglichkeit, in die dritte Dimension zu wechseln oder das Modell einfach zu drehen und zu verschieben. Wir können hier übrigens unsere Startansicht einstellen. Und ich gehe mal wieder auf oben, unsere Startansicht einstellen und von Perspektive auf Parallel zu wechseln. Hier ist unsere Startansicht. Wir haben die Navigationsleiste, das ist diese Leiste hier, die uns noch hilft, uns in dem Modell zu bewegen und das Modell zu drehen, sodass wir uns vernünftig da drin bewegen und auch zeichnen können. Wir können unser Ansichtsfenster als einzelnes Ansichtsfenster, so wie es hier ist, anordnen oder teilen, sodass wir zwei Ansichtsfenster haben und eines von vorne sehen oder in der Perspektive und eines von oben. Des Weiteren haben wir hier die zwei meiner Meinung nach wichtigsten Paletten. Das ist einerseits die Werkzeugpalette, die wir hier an- und ausschalten können. Die Werkzeugpalette bietet standardmäßig eine Auswahl von verschiedenen
Werkzeugen oder hier in dem Fall sind es dynamische Blöcke. Dynamische Blöcke sieht man an diesem kleinen Blitzsymbol. Man kann die sozusagen hier sammeln und sich eine Kollektion anwählen für die, die man sehr häufig braucht. Zum Beispiel kann ich hier über, wo haben wir es, eine neue Palette, bin jetzt auf der falschen Seite, hier ist es, Palette anpassen oder eine neue Palette erstellen. Dann habe ich hier eine neue Palette, der kann ich einen eigenen Namen geben und jetzt ganz einfach meine Objekte über die rechte Maustaste auf diese Palette schieben. Ne? Sollte funktionieren. Jetzt. Und dann habe ich meine, für in dem Fall ist es eine Liniengeometrie, kann ich noch auswählen, was ich gerade machen will und könnte jetzt hier quasi auf meine Funktionen zugreifen. Anna. Im Grunde genommen kann ich hier sozusagen meine häufigsten Befehle, die ich in dem Programm brauche, zu einer Kollektion zusammenführen. Es ist aber auch möglich, hier dynamische oder wie gesagt andere Blöcke zusammenzustellen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine Tür erstelle, das ist jetzt ein dynamischer Block. Ein Block ist nichts anderes als eine Kollektion, eine Ansammlung von Geometrien, wenn sie statisch ist und wenn sie dynamisch ist, kann ich diese noch verändern, indem ich hier vordefinierte Größen und Skalierungen zum Beispiel erstelle und mir diese dann durch diese Griffe, wie in dem Fall, anzeigen lasse. Diese Blöcke kann ich genauso nehmen und mir hier, ich muss meine Zeichnung erst speichern, speichere ich jetzt einfach mal und überschreibe die und kann sie mir hier auf meiner Palette anordnen. Mein zweites sehr wichtiges oder mein zweiter sehr wichtiger Palettentipp sind die Eigenschaften, die ich eigentlich immer aufhabe. Hier werden mir alle Objekteigenschaften, die ein Objekt mit sich bringt, angezeigt. Also habe ich hier zum Beispiel den Bogen ausgewählt, habe ich die Zentrumskoordinaten, den Radius angezeigt. Ich kann diese hier auch direkt ändern. Zum Beispiel gebe ich mir mal 800 ein, fast doppelt so groß und ich sehe die Auswirkungen direkt am meinem Objekt. Genau. Die nächste Palette ist der Plansatzmanager. Plansatzmanager ist vor allem dafür da, um sein Projekt zu organisieren. Hier kann ich zum Beispiel alle relevanten Dateien, die ich für ein Projekt brauche, nehme ich mal, gehe ich mal hier rein in meinen Test und mache mal ein Projekt auf und jetzt sehe ich, ich habe hier in diesem Projekt einige andere Dateien, 2D-Grafiken, ein PDF, einige andere DWGs und die kann ich hier anordnen. Ich kann mir Planansichten erstellen und Modellansichten. Meine letzte Palette, die ich heute anspreche, sind die Layer-Eigenschaften. Hier organisiere ich im Grunde genommen die Geometrien meiner Datei oder meines Projekts auf verschiedenen Layern, um die Ordnung da drin zu halten. Ich habe hier die Möglichkeit, Layer-Filter anzustellen, damit ich hier nur auf bestimmte Objekte filtere. Ich kann bestimmte Layer aktiv schalten mit dem grünen Häkchen. Also es kann immer nur ein Layer aktiv sein und auf diesem zeichne ich dann auch. Ich kann den Layer ausschalten. In dem Fall, der aktuelle Layer lässt sich nicht ausschalten. In dem Fall mache ich ihn nur unsichtbar. Ein erweitertes Ausschalten wäre zum Beispiel, den Layer zu frieren und dann, diesen Layer, der ist dann auch ausgeschaltet, aber der Unterschied ist, dass beim Frieren der Layer aus dem Grafikbuffer genommen wird. Also wenn Sie diesen ausschalten hier, werden die Grafikelemente, die Sie ausgeschaltet haben, immer noch mitberechnet. Beim Frieren werden die Elemente nicht mehr mitberechnet und da haben Sie etwas mehr Performance. Ich kann den Layer sperren,
Das heißt, die Geometrie auf dem Layer lässt sich nicht mehr ändern. Ich kann dem Layer eine Farbe geben. Bestes Beispiel, hier unten sehe ich das. Ich gehe mal da auf den Modell. In den Zeichnungen ist es natürlich vorteilhaft, mit verschiedenen Farben zu arbeiten, damit man auch das gleich erkennt, was man hier hat. Aber bei der Gelegenheit, Sie sehen, dass ich die Palette hier hin und her schieben kann. Ich kann dieses Docken fixieren, zulassen, ausschalten, dann springt mir die irgendwo nicht immer umher und ich kann sie auch mal halb aus dem Bildschirm ziehen, ohne dass ich mir irgendwo andocken möchte. Ein Linientyp kann ich für jeden Layer festsetzen. Da gibt es verschiedene Vorauswahl-Linientypen. Ich kann mir auch Linientypen selber erstellen. Was haben wir noch? Ich kann den Layer transparent schalten und ich kann sagen, wenn der Layer geplottet wird, in welcher Farbe sollen denn die Elemente des Layers geplottet werden. Hier ist es Farbe 5, es geht über die Plot-Stil-Liste und ich kann den Layer sagen, wenn ich die Zeichnung plotte, dann soll dieser Layer gar nicht mitgeplottet werden. Das ist dann von Vorteil, wenn Sie zum Beispiel etwas als Hintergrund einfügen, was Sie unbedingt brauchen, weil Sie darauf basierend eine Zeichnung oder Geometrie erstellen, aber das soll eigentlich nie mitgeplottet werden. So, das war es erstmal von meiner Seite. Ich übergebe jetzt an den Max, der bei dem Thema dann weitermacht. Ja, vielen Dank, Carsten. Ich hoffe, dass man mich hören und sehen kann schon. Alles klar, wunderbar. Ich bin jetzt auch im AutoCAD auf dem Reiter Ansicht und habe noch zwei Paletten, die ich erklären werde. Zum einen gibt es die Palette für die externen Referenzen. Es ist ganz geschickt, wenn man Zeichnungen in mehrere Teile aufteilt. Zum einen ist es gut für die Performance, wenn man an einem kleineren Teil arbeitet. Zum anderen hat man auch mehr Sicherheit. Wenn eine Zeichnung beschädigt wird oder verloren geht, dann ist nicht gleich alles verloren. Dafür hat man das Referenzenfenster, über die man eine andere DWG zuordnen kann. Die wird dann in die Zeichnung rein referenziert und ich habe die Zeichnung dann hier auch sichtbar. Also man kann an kleinen Teilen arbeiten und dann hat man eine zentrale Zeichnung als Gesamtübersicht. Dann die nächste Palette, die ich zeigen möchte, ist das Design Center. Das ist auch eine sehr praktische Palette. Man kann sich im Design Center aus anderen Zeichnungen kann man sich bestimmte Sachen rausholen. Zum Beispiel kann man Blöcke, Bemaßungsstile einfach aus der Zeichnung, die man in einer anderen Zeichnung definiert hat, im Design Center sich fangen und per Drag and Drop in die Zeichnung hineinlegen. Also wenn man irgendwo schon mal was gezeichnet hat, was man braucht in einer anderen Zeichnung, kann man es über das Design Center sehr praktisch in die Zeichnung reinholen. Dann zum Handling der Paletten. Sie können sehen, man kann die einfach verschieben und wenn man das nicht vorher ausgeschaltet hat, kann man die Palette an die Seite andocken und über den Pin hier oben kann man sie dann auch an die Seite hineinfahren, dass sie einfach wieder rausfährt, wenn man dann mit der Maus drüber fährt. Das funktioniert auch mit mehreren Paletten. Die kann ich dann einfach da drüber legen und dann habe ich hier meine Paletten und kann hin und her springen. Dann möchte ich gerne noch die Express-Tools vorstellen, die Sie im AutoCAD finden. Das sind Tools, die zur
um die Produktivität zu verbessern. Es gibt zum Beispiel ein Tool, um alle Blöcke von einem bestimmten Typ durch einen anderen Typ zu ersetzen. Und dann sind wir, wenn wir hier auch gleich bei den Reitern sind, also Sie sehen hier die verschiedenen Reiter, wo wir schon durchgesprungen sind, von Start über Ansicht. Wenn Sie da einen Reiter vermissen mit Tools, die Sie gerne verwenden wollen, können Sie per Rechtsklick hier sagen, Registrierkarten anzeigen, zum Beispiel die 3D-Werkzeuge, um im 3D dann zu arbeiten. So, dann möchte ich gern noch einige Kommandos vorstellen, zum Beispiel das Kommando Zoom, um in der Zeichnung sich zurechtzufinden. Wenn man das Kommando Zoom ausführt, dann sieht man unten in der Statusleiste die Optionen, die man hat. Und wenn ich alle Objekte in meiner Zeichnung auf dem Bildschirm sehen will, dann kann ich das über die Grenzen machen. Da gebe ich einfach G ein und Enter und schon zoomt AutoCAD raus, sodass ich alle meine Objekte auf dem Bildschirm sehen kann. Das ist zum Beispiel auch sehr praktisch, wenn irgendwo auf der Zeichnung noch ein Objekt ist, das irgendwann mal gezeichnet worden ist und Sie wollen das finden, dann kann man mit Zoom-Grenzen rauszoomen und dieses Objekt dann finden. Eine weitere Funktion von Zoom ist, ich wiederhole jetzt einfach den Befehl mit der Leertaste und gebe dann FE für Fenster ein und dann kann ich mir ein Fenster aufziehen, auf das AutoCAD dann drauf zoomt. Der nächste Befehl, den ich gern vorstellen würde, ist Pen. Damit kriege ich mein Handwerkzeug. Das kennen Sie bestimmt auch aus anderer Software, mit der ich dann einfach durch die Zeichnung navigieren kann, ohne den Zoom-Faktor zu ändern. Es gibt ziemlich viele Tastaturbefehle und dafür gibt es auch eine Übersicht, die Sie auf unserer Website auch finden können. Wenn man einfach nach Autodesk-Leitfaden-Tastatur sucht, dann finden Sie diese Übersicht. Also zum Beispiel F1 ist sehr gut, da kommt man direkt in die Hilfe. Mit F8 kann man in den Ortho-Modus springen und mit F3 kann man den Objektfang aktivieren oder deaktivieren, was ich später noch erklären werde. Und dann gibt es eben eine Übersicht über alle Tastaturbefehle hier, zum Beispiel L für Linie. Ja, auf dem Startreiter gibt es dann eben einfache Tools, um Geometrien zu zeichnen, Linie, Polylinie, Kreis und Bogen, wobei zum Beispiel Kreis mehrere Möglichkeiten hat, um einen Kreis zu erstellen, Mittelpunkt und Radius oder zum Beispiel zwei Punkte. Wenn ich jetzt eine Linie zeichne, kann ich einfach frei zeichnen oder es gibt dann eben über die Taste F8, kann ich in den Ortho-Modus wechseln, sodass die Linien nur orthogonal gezeichnet werden. Dann schließe ich mal die Linie ab und ja, dann würde ich gern noch den Objektfang zeigen. Den können Sie hier unten in der im Menü können Sie den Objektfang die aktiven Optionen sehen und da gibt es verschiedene Optionen, zum Beispiel Endpunkt ist für den Endpunkt eine Linie. Sie sehen jetzt hier auf meinem Bildschirm der grüne Kasten, dass die Linie hier auf den Endpunkt springt und ich die Linie da dann konstruieren kann. Dann haben wir noch Mittelpunkt, das ist Mittelpunkt eine Linie, Zentrum des Kreises, geometrisches Zentrum von einer Geometrie, ein Punkt, die Quadranten von einem Kreis, Schnittpunkte, Hilfslinien sind auch sehr, sehr nett.
Da kann ich, wenn ich zeichne, wird mir dann eine Hilfslinie angezeichnet, wie die Verlängerung der gezeichneten Linie ist. Einfügen ist für Beschriftungen. Da wird dann der Einfügepunkt der Beschriftung gefangen, lotrecht, Tangente. Nächster Punkt ist für Polylinien. Da wird mir der nächste Punkt angezeigt, zu meinem Cursor auf der Polylinie, angenommener Schnittpunkt, und Parallele gibt es als Objektfang. Von meiner Seite wäre ich jetzt fertig und würde dann an den Martin übergeben. Danke, Max. So, ich hoffe, alle sehen meinen Bildschirm. Dann ja, will ich einfach nur auf ein paar, die schon zuvor gezeigt worden sind, grundlegende Werkzeuge in AutoCAD eingehen, wie zum Beispiel Linien. Und wie Max das schon vorhin demonstriert hat, mit Hilfe von Fangpunkten kann ich mir zum Beispiel einfache Geometrie erstellen, und mit Hilfe der Linie werden alle diese Segmente als einzelne Elemente angesehen und können auch individuell verwaltet werden, zum Beispiel über die Eigenschaften, wo man jetzt in der Auswahl sozusagen drei Linien sieht, und man kann also die Start X, Y, Z oder End X, Y, Z Position dieser Elemente anpassen. Im Vergleich zu den Linien haben wir noch Polylinien. Also ganz kurz wollte ich noch ansprechen, wenn Sie gerade neu in AutoCAD sind, ist es wahrscheinlich eine kleine Herausforderung, sich zurechtzufinden. Und wenn Sie nach der richtigen Funktion suchen, ist es ganz hilfreich, wenn Sie einfach mit der Maus über den Befehl halten, dann wird Ihnen zuerst so ein kleines Befehl-Preview generiert, und dann, wenn Sie ein bisschen länger drüber halten, wird auch so ein kleines Demo-Icon generiert, was Ihnen dann auch ziemlich leichten Überblick verschafft, was diese Funktion jetzt macht. Jetzt machen wir einfach mal so ein paar Polylinien. Und zwar, wenn ich im Vergleich zu den Linien, wie gesagt, mir eine Geometrie zeichne, sehe ich hier zum Beispiel, dass diese Polylinie oder diese Geometrie als ein Element zu verwalten ist oder verwaltet werden kann. Und das kann ich auch ganz leicht dann manipulieren über diese Direktgriffe, die Fangpunkte der Polylinie oder diese Schieben und die dazugehörigen Linien, die passen sich dann auch automatisch an. Dann gibt es noch einen ganz hilfreichen Befehl, der heißt P-Edit. Also ich tippe den einfach ein, man findet den auch in der Multifunktionsleiste, beziehungsweise kann sich hier den Befehl nochmal dazu holen, indem man die Oberfläche anpasst. Und das ermöglicht mir zum Beispiel entweder Linien oder auch Bögen in 2D-Polylinien zu konvertieren, beziehungsweise eine 2D-Polylinie könnte ich in eine Kurvenlinie, also eine SP-Line, konvertieren, ganz einfach mit dieser Funktion, und dann über einen Rechtsklick bestätigen. Dann kann ich diese Geometrie zum Beispiel auch über die Scheitelpunkte der Spline so anpassen, wie ich das gerade benötigen. Dann gehen wir mal auf die hilfreiche Funktion Kreis ein. Also wie Marc schon vorhin erwähnt hat, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, einen Kreis zu zeichnen. Also die grundlegende ist wahrscheinlich, indem man Mittelpunkt wählt und einen Radius angibt, wie zum Beispiel den hier, dann wird sofort ein Kreis erzeugt. Es gibt allerdings auch die Optionen über die Tangenten, beziehungsweise die 3-Tan-Tan-Tan-Option, und zwar indem man einen Radius berechnet, basierend auf drei Punkten. Also wenn ich zum Beispiel jetzt den Punkt hier angebe, den zweiten und den dritten, wird automatisch ein Kreis basierend auf dieser Fläche erzeugt, und der Radius wird automatisch berechnet.
So, dann gibt es noch die hilfreiche Funktion von zum Beispiel Rechteck. Damit kann ich mir zum Beispiel so ein kleines Fenster, ein kleines Fenster oder einfach gewünschtes Rechteck erzeugen und dann anschließend zum Beispiel über die weitere Funktion Schraffur kann ich mir einfach eine Füllfläche in dieses Rechteck platzieren. Also wie Sie sehen, hier unten an diesem Zaun hat man auch Schraffuren verwendet, um so eine Füllfläche zu erzeugen, um die Elemente ein bisschen besser hervorzuheben. Ebenfalls haben wir die sogenannten kontextabhängigen Registerkarten. Also eine von denen wird mir angezeigt, indem ich den Befehl Schraffur ausführe, beziehungsweise wenn ich mit der Schraffurerstellung fertig bin und ich möchte eine vorhandene anklicken, werde ich mit so einer kontextabhängigen Registerkarte präsentiert, wo ich ganz leicht die Einstellung, also basierend auf dem Element, in die Eigenschaften dieses Elements anpassen kann. Also in dem Fall kann ich zum Beispiel ein anderes Schraffurmuster wählen, beziehungsweise den Skalierungsfaktor erhöhen oder verkleinern, so wie ich das gerade mag, und auch die Farbe der Schraffur einstellen, und ohne dass ich jetzt über die Eigenschaften oder ähnliche Hilfswerkzeuge das Ganze erledigen muss. Also kann man ganz leicht über die Multifunktionsleiste erreichen. So, dann springen wir mal weiter und gehen mal auf die hilfreiche Funktionen wie zum Beispiel Stutzen oder Dehnen. Also Stutzen wird sehr oft verwendet, wenn man überschüssige Liniengeometrien hat, die man jetzt gerade nicht benötigt bzw. diese verkürzen möchte. Also wenn Sie den Befehl Stutzen auswählen und dann mit einem Enter bestätigen, also unten in der Befehlszeile sieht man, was gerade abgefragt wird. Also ich kann entweder über eine Fensterwahl ein paar Geometrien in der Zeichnung mir auswählen und dann mit dem rechten Mausklick das Ganze bestätigen. Und dann kann ich also anfangen zu stutzen, das, was ich gerade nicht benötige. Zum Beispiel, also wenn ich jetzt diese Linie aus dem Kreis entfernen möchte, würde ich sowas mit der hilfreichen Funktion stutzen tun. Sie sehen auch der Kursor, der hat jetzt so ein kleines X oder so ein Kreuz oben rechts in der Ecke, und man sieht auch, wenn man jetzt mit dem Kursor über so eine Linie fährt, dass die so leicht ausgegraut wird, also man bekommt sozusagen ein Live-Preview von dem, was das Endergebnis oder das zu erwartende Endergebnis wäre. Und wenn ich dann die Linie anklicke, dann wird die auch so weggestutzt, so wie in dem Preview gezeigt. Also hier zum Beispiel kann ich nicht, weil diese Linie nicht in der Auswahl ist. Also die wurde nicht mit in die Fensterauswahl genommen, aber ich kann diese stutzen basierend auf dem hervorgehobenen Elementen und kann diese zum Beispiel hier auch wegdrehen. Die weitere Funktion Dehnen, also das macht genau das, den Gegenteil vom Stutzen, und zwar damit kann ich alle meine Linien strecken, beziehungsweise die Geometrie, die ich benötige. Auch allerdings hier haben wir dieses hilfreiche Preview, was mir das Endergebnis oder das zu erwartende Ergebnis sozusagen hervorhebt, und wenn ich dann die Linie anklicke, dann wird die auch wieder in diesen Kreis erweitert werden. Das kann ich dann zum Beispiel also so ganz leicht wieder die Geometrie, die ich aus Versehen möglicherweise weggestutzt habe, auch wieder dehnen und wiederherstellen. Die weiteren Funktionen, also die ganz hilfreich sein könnten, ist Abrunden und Phasen. Also Abrunden ist auch, wo ich zum Beispiel eine bestimmte Geometrie habe und ich möchte hier zum Beispiel einen Radius reinbekommen, dann würde ich die Funktion Abrunden für sowas verwenden, und hier unten kann man zum Beispiel also verschiedene Unteroptionen oder Untermenüs von dieser Funktion sehen. Also in diesem Fall machen wir mal einfach einen Radius und geben hier einen Radius an und wählen diese zwei Linien aus, und wie Sie sehen, also durch das Live-Preview sieht man also, dass es eigentlich sehr ähnlich jetzt dem Kreis ähnelt, den wir erzeugt haben basierend auf dem Tangent.
Also natürlich ist das nicht vollständig übereinander, da wir noch hier eine gerade Linie haben. So, dann, die Phasen, also eine Phase ist was Ähnliches wie der Stutzen, allerdings kann ich hier auch einen bestimmten Winkel angeben, beziehungsweise Elemente wegstutzen Methode, also es gibt auch weitere untergeordnete Optionen, also in diesem Beispiel nehme ich einfach mal einen Abstand und gebe mal hier zum Beispiel auch 100 ein und wähle dann den Endpunkt aus und gebe mal einfach zum zweiten Punkt an, was ich benötige. Und dann wähle ich meine zwei Linien aus und Sie sehen, dann wird auch so eine gerade Linie dann erzeugt, die sozusagen eine Phase bilden würde bei einem Rechteck. Also wenn man das jetzt entfernt und wir noch das gleiche an dem Ende machen, also auch mit Abstand. Ich wähle die beiden Linien hier an. Na, das hat jetzt nicht geklappt. Aber ja, ich mache einfach weiter und springe zum nächsten Punkt. gehen wir mal zu der nächsten Funktion, die heißt Versetz. Damit kann ich zum Beispiel mehrfache Linien erzeugen. Also wenn wir jetzt durch einen Punkt oder auch durch einen bestimmten Abstand eine Linie versetzen möchten, dann kann ich das ganz leicht machen, indem ich den Abstand eingebe und dann einfach die Linie anklicke und dann die Richtung, in die ich die versetzen will, auswähle. Also das kann man dann auch mehrfach wiederholen und sozusagen ganz leicht diese Geometrie duplizieren, ohne dass man hin und her kopieren muss. Also ich kann auch zum Beispiel mehrere Linien anwählen. Jetzt müsste ich hier wahrscheinlich wieder zurückgehen. Ja. Also wenn ich den Befehl wiederhole und ich wähle, ja, genau, mehrfach so. Wenn ich dann also mehrfach angewählt habe, dann kann ich auch sozusagen ganz leicht diese Linie wiederholt durch diesen Abstand versetzen. So, dann haben wir noch ein paar hilfreiche Funktionen. Wenn ich jetzt einfach mal diesen Kreis hier verschiebe, und zwar diese Funktion heißt Reihe oder rechteckige Anordnung in diesem Beispiel, was mir auch erlaubt, ganz einfach ein paar Geometrien auszurichten und zwar auch mit der Präsentation dieser kontextabhängigen Registerkarte kann ich zum Beispiel anwählen und ganz leicht angeben, wie viele Zeilen ich haben möchte, beziehungsweise Spalten. Also Sie sehen, das wird alles automatisch hier angepasst, basierend auf die Geometrie, die ich habe. Und ich kann auch den Abstand zwischen den Zeilen oder Spalten angeben. Und zwar kann ich den jetzt zum Beispiel verkürzen. Dann sehen Sie auch, dass die Elemente automatisch ganz nah aneinander geschoben werden. Und sobald ich fertig bin, kann ich entweder mit dem rechten Mausklick und Eingabe den Befehl beenden, beziehungsweise auch über die kontextabhängige Registerkarte. Also dann würde ich noch ganz kurz auf die Leerfunktion eingehen, wo Sie ganz einfach und bequem den Standardleer festlegen können, beziehungsweise die Eigenschaften dieses Leers anpassen, wie zum Beispiel Farbe und ob die sichtbar sind, welchen Linientyp die haben, Linienstärke und so weiter. So, dann gehen wir noch ganz kurz auf die Layouts ein in AutoCAD, denn wir wollen auch natürlich unsere Pläne, die wir zeichnen, auf dem Papier rausgeben, beziehungsweise PDF.
Und das können Sie ganz einfach über ein Layout tun, und zwar indem Sie über die Seiteneinrichtungsmanager Ihre Vorgaben wählen, zum Beispiel, beziehungsweise gehen in Plot-Befehl rein, wählen sich einen Plotter, also die meisten dieser Plotter werden schon mit AutoCAD geliefert, wie zum Beispiel DWG to PDF, oder ich kann auch hier für ein vordefiniertes PDF Druck und dann auch dementsprechend meine Einstellung, die dieser Plotter gerade unterstützt. Wie zum Beispiel, also ich kann auf eine A0-Seite das Ganze rausgeben und entweder also dem zu plottenden Bereich definieren, kann ich zum Beispiel eine Anzeige, eine Fensterwahl machen, und zwar einfach hier drüber meine Einstellung treffen. Also dann kann ich über das Ansichtsfenster hier reinzoomen und das sozusagen auf einen bestimmten Skalierungsfaktor definieren und das Ganze, oh, das war jetzt ein bisschen zu klein. Also wenn ich auf einem Zoom-Level bin, dann kann ich das Ganze auch sperren. Das heißt, auch wenn ich in dem aktiven Ansichtsfenster bin, wird nichts in mein an mein Zoom-Level in dem Modellbereich oder in diesem Layout gerade gemacht. Das wäre es jetzt eigentlich auch soweit von mir. Und ich gebe wieder zurück an Bernd. Ja, dann danke dir, Martin, auch dir, Max und Carsten. Mal ganz kurz hier switchen. So. Ja, ich habe jetzt noch abschließend noch eine Umfrage für Sie. Haben Sie denn heute was gelernt? Na? Hm. Okay, 100% haben gewotet, dann sind wir fertig. Immer etwas mehr als die Hälfte hat heute was gelernt. Es war natürlich jetzt, das waren Grundlagen. Ich habe da ein paar sehr alte Hasen bei den Teilnehmern gesehen. Da ist wahrscheinlich nichts Neues dabei gewesen, aber freut mich, dass doch so viele was Neues lernen konnten. Und auch erstmal bei allen vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wie gesagt, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, da haben Sie einen Link, wo Sie Ihre Fragen und Ideen eingeben können, oder Sie schreiben direkt an uns autodesk.help.webinars@autodesk.com. Am Betreff schreiben Sie rein Build Your AutoCAD IQ. Und ja, jetzt haben wir noch eine Frage-und-Antwort-Einheit. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann legen Sie los. Eine Frage haben wir hier noch. Ah. Ja, danke ebenso. Und ja, dann war es das für heute. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder gegen Ende Juni. Wieder in dieser AutoCAD-Webinar-Reihe erweitern Sie an AutoCAD Co. Servus.